Ich mache mir so ein bisschen Sorgen um unsere Landwirtschaft im Allgemeinen, um Gemüse, um Obst, um Rindfleisch, um Schweinefleisch und um die Milch. Aber kommt mal mit, wir gucken uns das mal genauer an. Wir haben hier zwei verschiedene Milch. Eigentlich so verschieden ist sie gar nicht, wenn man mal guckt. Beide kommt aus Witzwort von der Nordseemilch. Beide für 79 Cent. Aber Aldi zahlt den Bauern mehr wie Edeka. Was macht Edeka mit dem Geld, was sie mehr behält für sich? Ja, wir lieben Lebensmittel, steht hier dran. Aber was ist mit dem Erzeuger? 20-30% der Erdbeeren und Spargels werden nicht geerntet, fehlen auf dem Markt. Trotzdem drücken der Lebensmitteleinzelhandel die Preise. Hat der Einzelhandel überhaupt Interesse am Erzeuger? Sie lieben Lebensmittel, aber nicht den Erzeuger. Moin! Moin! Wir waren eben gerade beim Einzelhandel, haben gesehen, da werden die Eier ja recht günstig angeboten. Könnt ihr auch das oder könnt ihr das nicht? Günstig können wir, aber nicht billig. Das ist halt. Qualität hat ihren Preis und daran liegt es. Und es kostet Zeit und Mühe und wir wollen das gerne tun, aber dafür muss man dann eben den entsprechenden Preis auch einfach bezahlen. Das geht nicht günstiger. Also ihr seid die Alternative, wenn man transparent vor Ort kaufen möchte? Definitiv. Ja, wir zeigen jedem gerne, wo wir hier sind und wie das läuft mit den Hühnern und mit den Eiern. Gerne, sind wir herzlich gerne bereit, ja, alles vorzuzeigen. Also ja, absolut. Okay, der richtige Laden für Leute, die Lebensmittel lieben. Ja. Jawohl, genau so ist es. Moin. Moin. Milchtankstellen gibt es überall im Land. Und wenn es nicht überall das Gleiche gibt, aber es gibt immer irgendwo eine kleine Möglichkeit, direkt beim Erzeuger zu kaufen. Es ist eine Möglichkeit, um die Wertschöpfung in der Region zu halten. Alle Kunden sind hier herzlich willkommen. 24 Stunden täglich geöffnet mit Selbstbedienung. Milchtankstelle, frisch von der Kuh. Die Milch ist frisch vom Hof, wird täglich nachgefüllt, kostet 1 Euro. Ich würde wünschen, dass wir Erzeuger, egal ob auf dem Acker, im Beet oder im Stall, wieder auf Augenhöhe sind und nicht nur Bittsteller.